Hallo meine lieben Wagen, herzlich willkommen zu eurer Legung für die zweite Jahreshälfte 2023. Ergänzend zu eurem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, könnt ihr auch die Videos nach eurem Mondzeichen, Aszendenten und Venuszeichen schauen. So meine Lieben, wollen wir doch mal reinschauen. Ich empfehle euch, die Jahreslegung 2023 dann nochmal reinzuschauen, einfach um zu prüfen, was ist bis jetzt schon in Erfüllung gegangen, was steht vielleicht noch aus. Wir werden uns jetzt mal ein Update holen für den Rest des Jahres und es werden verschiedene Themen durchkommen. So, für die Wagen, die zweite Jahreshälfte 2023. Für die Wagen, die zweite Jahreshälfte 2023. Was steht den Wagen bevor für die zweite Jahreshälfte 2023? Dann wollen wir doch mal schauen, was sich hier so zeigt. Für die Wagen 2023, die zweite Jahreshälfte. So, falls du neu auf dem Kanal bist, herzlich willkommen. Ich lade dich auch dazu ein, den Kanal zu abonnieren. Es gibt regelmäßig auch Monatslegungen für die Sternzeichen. Dann bist du immer up to date. Es gibt Wochenbotschaften, astrologische Vorschauen, Legungen zum Voll- und zum Neumond. Wow, krass. Meine lieben Wagen, ihr habt hier, glaube ich, den Jackpot, also direkt zu Anfang der Magier. Direkt im ersten Haus, also ganz klar Manifestationskraft. Also ihr werdet, falls ihr in der ersten Jahreshälfte das Gefühl habt, oh, da fehlt noch was, irgendwie sind gewisse Dinge noch nicht manifestiert, die zweite Jahreshälfte wird es bringen. Also das sehe ich so deutlich. Ich sehe, ihr werdet hier Großes manifestieren. Ihr seid in eurer Schöpferkraft. Ihr werdet eine Meisterleistung bestehen. Also es kann auch tatsächlich sein, wenn ihr gerade eine Lehre macht, eine Schulung macht, dass ihr die mit 1 Sternchen, 1 plus Sternchen bestehen werdet, dass ihr hier eure Karriere, eure Laufbahn oder sonst was, alles, egal was es ist, das kann auch was Privates sein, ja, egal was euer Ziel ist, ihr werdet es erschaffen, ihr werdet es meistern. Ich sehe, ihr seid in eurer Kraft. Ich sehe auch sehr viel Vitalität für euch, sehr viel Gesundheit. Also ihr strotzt vor Kraft und Gesundheit. Und ihr seid euch eurer Kraft gewahr. Also ihr seid euch bewusst, zu was ihr fähig seid. Auch das Thema Entscheidungen treffen wird euch hier viel leichter fallen. Also ich sehe wirklich, ihr geht jetzt voran, eure Ziele wirklich auch zu manifestieren. Nicht länger zu warten, sondern wirklich zu sagen, go for it, wir machen das jetzt. Ich werde das jetzt meistern und werde das jetzt in Angriff nehmen. Also ihr seid absolut in eurer Kraft. Wunderschöne Energie, richtig, richtig, richtig toll. Schauen wir weiter. Es könnte sehr gut sein, dass ihr euch in Bezug auf ein Familienmitglied ein bisschen abgrenzen werdet. Vielleicht auch jemandem bewusst machen, dass eine gewisse Grenze nicht überschritten werden darf. Also wenn euch da jemand zu aufdringlich ist, versucht eure Privatsphäre zu überschreiten oder versucht, irgendwas zu beherrschen, zu bestimmen oder mit Kritik um die Ecke kommt. Also ich sehe ganz klar, ihr zieht eine Grenze. Ihr sagt ganz klar, hey, bis hierhin und nicht weiter. Das ist auch jetzt völlig offen, wer das ist. Ob es der Vater ist, ob es die Mutter ist, ob es der Partner ist, ob es jemand von den Kindern ist, Oma, Opa, Onkel, Tante, Cousin, Cousine, ganz egal. Es betrifft die Familie, den Familienkreis. Vielleicht geht es auch um die ganze Familie, vielleicht geht es um die ganze Gruppe, zu sagen, hey, ich will jetzt meine Privatsphäre haben oder in diesem Bereich, in diesem Thema will ich von euch da nichts hören. Also
ihr seid da sehr stark und ihr steht zu euch. Das finde ich ganz toll. Also wenn ihr da zum Beispiel gerade dabei seid, euch in irgendeiner Form in einem Bereich zu outen, ganz egal, was das für ein Bereich ist, dann werdet ihr das hier sehr gut meistern. Also ihr werdet für euch selbst einstehen. Dieses Outen, das kann egal was sein. Ja, das muss nicht dieses Thema sein, okay, ich bin schwul, ich bin lesbisch oder das Thema von wegen, ja, ich... keine Ahnung, ich beschäftige mich jetzt mit Spiritualität, ja, dann kann man ja auch in eine gewisse Schublade gesteckt werden oder man hat ein ganz besonderes Hobby, was auch immer das ist, es kann auch ein Tabu sein. Also es könnte hier irgendwas geben, wofür ihr vielleicht belächelt werdet oder wo Kritik um die Ecke kommt oder man euch ein bisschen schief anguckt oder was auch immer und ihr pfeift da drauf, ihr sagt so, ja und? Das macht mich halt besonders und ich stehe jetzt dazu und ja, nimmt es so, wie das ist. Ist mir egal, ja, so nehme ich euch wahr. Also ihr steht dazu und ihr macht das einfach völlig authentisch und Kritik kommt hier gar nicht an euch ran. Also da sagt ihr ganz klar nö. Oder wenn jemand versucht, euch irgendwie einzugrenzen, zu bestimmen, zu sagen, mach dies, mach das. Nein, ihr macht das so nicht. Wow, beruflich gesehen eröffnen sich neue Perspektiven für euch, neue Möglichkeiten. Falls du gerade dabei bist, deinen Job zu wechseln, wirst du mehrere Möglichkeiten haben. Also du wirst wählen können und du kannst auch zwischen sehr guten Möglichkeiten wählen. Also das ist nicht so, dass du zwischen Pest und Cholera eine Entscheidung treffen musst, sondern dass du wirklich sagen kannst, oh wow, also ich kann das machen, ich kann das machen, ich kann dies machen und ich wähle und ich entscheide jetzt. Also du hast sehr gute Perspektiven in Bezug auf dein berufliches Vorankommen. Du kannst hier wählen. Wenn du in einem festen Arbeitsverhältnis bist, du hast nicht vor, was zu wechseln, dann sehe ich, dass sich neue Wege da auftun. Also zum Beispiel eine Beförderung könnte auf dich warten, eine Lohnerhöhung, eine neue Abteilung. Also du bekommst positive, neue Entwicklungsmöglichkeiten. Etwas entwickelt sich zum Positiven hier. Du kriegst Lob und Anerkennung, Wertschätzung. Etwas entwickelt sich hier langfristig gesehen auch in Bezug auf deine Lebensziele zum Positiven für dich. Es sieht gut aus. Es könnte sein, dass du dich in Bezug auf einen Kontakt ein bisschen zurückziehst, von einem Kontakt zurückziehst oder ein Kontakt zieht sich zurück. Rückzug in Bezug auf Kontakte könnte hier auch generell ein Thema sein, also dass du vielleicht eine Zeit lang dich aus Social Media ausklingst, du sagst, oh, ich will jetzt mal so einen Detox machen, vielleicht auch generell so einen sozialen Detox, sage ich jetzt mal, also eine Zeit lang nicht so stark im Austausch zu sein mit anderen Menschen und eher sich zurückzuziehen. Was ich aber auch sehe, ist, dass du sehr viel lernen wirst in Bezug auf Authentizität und das sehe ich auch, also Magier. Dann der Eremit, 7 der Stäbe, 3 der Stäbe, das ist so, ihr steht so stark da, für euch alleine, ihr seid nicht mehr in dem ganzen Abhängigkeitsmodus vom Gegenüber, ja, dieses People-Pleasing, ich muss es allen recht machen, die anderen müssen mich mögen oder sonst was. Nein, ihr steht hier ganz klar zu euch, ihr seid authentischer, ihr seid mehr ihr selbst und ihr lernt da sehr viel drüber, was es bedeutet, ehrlich zu sein, was es bedeutet, echt zu sein, man selbst zu sein, also da kommt ganz viel, was ihr lernen werdet. Und was ich euch schon mal sagen kann, ihr seid jetzt im Übergang. Die Finsternisse finden auf den Achsen Widder, Waage statt. Der absteigende Mondknoten ist gerade in der Waage, also da könnten auch alte Muster bei euch aufkommen und dementsprechend werden die transformiert durch die Finsternisse, die in den Zeichen stattfinden werden. Der erste Zyklus geht jetzt los im Herbst. Wir hatten schon mal einen leichten Schwung Anfang des Jahres. Das war aber auch noch so mit Richtung Skorpion-Stier. Aber jetzt sind wir komplett mit dem Mondknoten auf der Achse Widder-Waage. Und dadurch, dass ihr den absteigenden Mondknoten da drin habt, geht es viel um alte Muster, altes Ablösen, ja, raus aus alten Denkweisen, alte Verhaltensweisen, was auch immer. Also das alte Karma löst sich so ein bisschen auf für euch, ja, und dann geht es auch um die Konfrontierung dessen und ja,
könnte sein, dass ihr mit dem ersten Schwung der Finsternisse jetzt betroffen seid oder mit dem nächsten dann im Frühjahr nächsten Jahres. Das muss man dann genauer im Horoskop schauen. Aber hier nehme ich so wahr, es hat so ein bisschen so einen Touch davon. Wow, okay, das hatten wir auch schon bei den Jungfrauen, auch an der gleichen Position. Glück kommt hier rein durch Freundschaften. Jemand wird dich sehr glücklich machen im freundschaftlichen Bereich. Eine tolle Freundschaft, die hier kommt. Jemand, mit dem man glücklich ist, zufrieden ist. Ja, also das kriege ich hier so rein. Das Glück wird über Freundschaften gefunden, über Gleichgesinnte, dass man Menschen auch findet oder einen ganz bestimmten Menschen hier findet, der ähnlich tickt wie man selbst. Es könnte aber auch sein, dass du dich einer Gruppe anschließt, einem Freundeskreis, einem Verein, einer Community, die ähnlich tickt wie du. Ja, und du könntest darüber so das Glück finden. Falls du Kinder hast oder Enkelkinder hast, könnte dich hier etwas sehr stark stressen. Du könntest hier im Stress sein in Bezug auf das Thema. Das Thema Kinder könnte dir Stress bereiten, Überforderung. Vielleicht, wenn du selbst Mutter bist, könnte da gerade eine Schwierigkeit sein. Also, dass vielleicht ein Kind von dir besondere Förderung braucht, Aufmerksamkeit braucht, etwas dich stresst, Stress bereitet. Oder generell das Thema dir Stress bereitet oder du dich damit schwer tust. Es könnte auch sein, dass die Freizeit ein bisschen zu kurz kommt im zweiten Halbjahr, weil du sehr stark mit der Arbeit beschäftigt sein wirst oder mit deinen eigenen Zielen, weil ich sehe dich hier sehr stark am Manifestieren, die eigenen Ziele verfolgen. Du könntest dich da ein bisschen gestresst oder überfordert fühlen, vielleicht auch, weil es darum geht, gewissen Dingen gerecht zu werden. Das nehme ich ja auch ein bisschen wahr, aber auch der generelle Selbstausdruck, das Selbstbewusstsein könnte ein bisschen schwierig oder herausfordernd für dich sein. Ich habe es eben schon gesagt, du stehst hier für dich ein, du lernst sehr viel dazu, was es bedeutet, authentisch zu sein und echt zu sein. Und da könnte es ein bisschen Stress geben oder dich ein bisschen herausfordern, das Thema. Aber es wird Situationen geben vom Universum, dass du dich diesen auch stellst und dass du das auch lernst. Im finanziellen Bereich gibt es hier ein Plus, das ist sehr schön. Hier gibt es eine Ausschüttung, eine Investition, die sich lohnt. Geld, das reinfließt, das reinkommt. Ein Plus, es ist ein Anstieg zu sehen in den Finanzen. Das ist erstmal so moderat. Ja, also das ist jetzt nicht der absolute Jackpot, aber ich sehe, es lohnt sich. Ja, man hat hier so ein leichtes Plus. Man kann damit arbeiten. Also das ist schon mal was Positives, wo du sagst, ja, das ist doch erfreulich. Das ist jetzt kein Wuhu-Jackpot, sondern das ist eher so, ja, das ist gut. Ja, also eine gute Entwicklung oder ein schönes kleines Plus, ein Goodie, was hier reinkommt im finanziellen Bereich. Oh, du könntest mit Recht zu tun haben. Es könnte um Gerechtigkeit gehen. Es könnte darum gehen, etwas zu schlichten. Eine Sache, die geschlichtet werden soll. Es kann sein, vielleicht hast du mit gerichtlichen Sachen zu tun und es geht darum, einen Streit zu schlichten, vielleicht sogar im offiziellen Kontext, im gerichtlichen Kontext, über Anwälte und so weiter und so fort. Es soll um Gerechtigkeit gehen, es soll darum gehen, dass etwas wieder ins Lot kommt, sich ausgleicht und ich sehe auch, dass es ausgeglichen wird. Also die Partei, die zu wenig hatte, bekommt mehr und die andere Partei muss eben abgeben. Ja, also es soll hier ein Ausgleich stattfinden, eine Einigung stattfinden. Das sehe ich hier ganz stark. Vielleicht muss es gar nicht so weit kommen, dass es zu beruflich, es muss gar nicht so weit kommen, dass es bis zum Gericht geht oder bis zum Anwalt, sondern es könnte sein, dass du dich mit jemandem so einigst, aber es wird Geld fließen, das bekomme ich gerade rein. Also es wird darum gehen, dass eine Form von Zahlung stattfindet. Ja, kann auch über eine Versicherung laufen zum Beispiel. Also es geht hier um Gerechtigkeit, um Ausgleich. Ausgleichszahlungen, sowas in diese Richtung kriege ich hier rein. Ein Geheimnis wird geklärt. Jemand oder du vielleicht auch, wenn du was zurückgehalten hast,
Darüber wird gesprochen. Ich sehe, man spricht etwas an, was zuvor geheim war oder was du zurückgehalten hast. Es kann auch sehr gut sein, dass jemand ein Geheimnis ausspricht oder man klärt etwas. Eine Angelegenheit, die vorher sehr geheimnisvoll oder mysteriös war, darüber wird jetzt gesprochen. Es wird endlich über etwas gesprochen. Ein Geheimnis wird ausgesprochen, das kriege ich gerade auch noch rein. Das ist sehr gut, weil es nämlich zur Klärung dient, weil es einfach auch Situationen klärt, weil es die Energie zwischen dir und einer anderen Person bereinigt. Dadurch, dass gesprochen wird und vor allem auch für dich, ne, das wird auch wichtig für dich sein, dass hier etwas ausgesprochen wird, ja, und dass man etwas klärt. Ich sehe einen Zuwachs an Geld über die Arbeit, also du wirst auch sehr viel dafür arbeiten, das wird dir nicht einfach geschenkt, sondern es wird so sich bezahlt machen über die Arbeit. Also du wirst definitiv dafür hart arbeiten, du wirst sehr viel dafür leisten. Es könnte sogar sein, dass du irgendwie sowas, jetzt kriege ich das gerade rein, wie wenn der Chef oder das, wofür du arbeitest, sowas wie eine Grenze hat und man will da dran kommen. Also man möchte eine bestimmte Stufe erreichen, damit eine gewisse Zahlung reinkommt. Das könnte gerade so eine Ambition von dir sein, so eine Stufe zu erreichen oder ein Ziel zu erreichen, und das hat stark mit dem Geld zu tun. Du wirst sehr viel dafür arbeiten, also das wird nicht etwas sein, was dir geschenkt wird. Du wirst es dir verdienen, ja, das kriege ich gerade rein. Du wirst es dir definitiv verdienen und da schaffst du auch das. Also du bekommst hier sehr viel Geld auch, sehr viel Geld. Jemand in deinem Umkreis könnte erkranken. Oder eine kranke Person. Es könnte Zeit sein, sich vielleicht zu verabschieden. Ich glaube, du wirst dich mit dem Thema Tod beschäftigen. Aber ich kriege es immer wieder auch mit Krankheit rein. Hab keine Angst, dass ich dir das jetzt sage. Wenn es da niemanden gibt in deinem Umfeld, der an irgendetwas leidet oder kurz davor steht, dann ist es nicht für dich. Dann beruhig dich, dann kann es sein, dass du dich generell einfach mit dem Tod vielleicht auseinandersetzt. Ja, dafür muss nicht immer ein Todesfall stattfinden. Das kann für dich ein total spannendes Thema sein. Es kann sein, dass du dich mit solchen Lebensfragen auch auseinandersetzt. Es ist wichtig, dass wir uns mit dem Tod auseinandersetzen. Das ist ein wichtiges Thema, das nicht zu unterschätzen ist und was auch nicht tabuisiert werden sollte, weil der Tod auch ganz nah am Leben ist. Und wir müssen uns darüber bewusst werden, dass wir irgendwann sterben, dass Menschen sterben. Das gehört einfach zum Leben mit dazu. Ja, also den Tod zu verdrängen, nicht darüber zu sprechen, sofort damit nicht umgehen zu können, sage ich mal, das ist nicht der ideale Weg oder vielleicht auch nicht der richtige Weg für dich, um das Leben bewusster wahrzunehmen und es mehr wertzuschätzen. Das ist ganz wichtig. Deswegen hier für dich der Hinweis, der Tod wird irgendwie näher ans Bewusstsein heranrücken, aber auch das Thema, dass der Körper vergänglich ist. Ja, also hier kriege ich ganz stark auch den Körper rein, der eine gewisse Vergänglichkeit hat. Krankheiten gehören auch mit dazu, irgendwie zum Leben. Ja, jeder hat mal irgendwas, ob es jetzt was Leichtes ist oder was Schweres, aber es geht auch um die Wertschätzung des Körpers, dass das unser Zuhause ist und ja, das kommt mir sehr stark durch, ja. Aber keine Angst, das gehört mir zum Leben dazu. Also du wirst nicht daran sterben. Du wirst das alles meistern und das ist ein sehr, sehr reicher Erfahrungsschatz, den du hier machen wirst. Sehr bereichernd, sehr erleuchtend, sehr wichtig. So, weiter geht's. Oh, ja, jetzt, also hier ist wirklich ganz unterschiedliche Energien. Hier kommt so zuck, 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 zuck.
ganz viele verschiedene Energien und jetzt kommen wir in eine ganz andere Energie. Das ist wirklich ein krasser Themenwechsel jetzt, aber hier geht es um etwas im partnerschaftlichen Bereich und so wie es aussieht, weckt jemand dein Feuer. Also für die Singles kann ich sagen, hier kommt ein heißer Flirt daher. Hier kommt jemand, wo du auch sehr viel Lust empfindest, wo Sexualität eine große Rolle spielt. Sehr viel Leidenschaft, sehr viel Interesse. Es ist spannend, es ist aufregend, man erlebt sehr viel. Es bringt so eine gewisse Lebendigkeit mit rein. Also es wird hier heiß geflirtet. Irgendwie sehe ich auch, dass du sehr selbstbewusst der Person gegenüber bist. Also es ist irgendwie so eine Form von, oh ja, den finde ich gut oder die finde ich gut, spannend, aufregend. Ja, da gehen wir jetzt mal ran. Also so. Sehr selbstbewusst. Ich nehme dich selbstbewusst wahr. Diese Person wird dich nicht verunsichern. Diese Person wird dir nicht dich in eine Energie stürzen, wo du verzweifelt bist oder traurig bist, sondern im Gegenteil, du bist hier sehr selbstbewusst. Diese Person weckt auch so ein Selbstbewusstsein in dir, so eine Souveränität und sehr viel Feuer auch. Also es kann ja auch eine Affäre sein oder sowas in diese Richtung. Aber auf jeden Fall ist es sehr lebendig, ja. Sehr viel Lebendigkeit da. Wenn es eine bestehende Partnerschaft ist, dann sehe ich einfach, dass Lebendigkeit, Sexualität hier stärker in den Fokus gerät. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch an Infos bekommen. Für die Jungfrauen wollte ich schon sagen, für die Wagen. Für die zweite Jahreshälfte, letting go. Ja, loslassen, jemanden loslassen, das habe ich hier schon reinbekommen. Es wird darum gehen, etwas oder jemanden loszulassen. Das kann auch im übertragenen Sinne sein. Es muss nicht der tatsächliche Tod sein. Es kann auch sein, einfach jemanden loslassen. Vielleicht sogar ein für alle Mal jemanden loslassen, ja. Es ist einfach vorbei. Okay, schauen wir weiter. Aber keine Angst. Keine Angst. Es wird eine bereichernde Erfahrung für dich sein. So, schauen wir weiter. Lebe als Träumer auf dieser Welt und erschaffe dadurch eine paradiesische Zukunft. Ja, und das ist hier die Manifestation. Also du, das, was du dir erträumt hast, das geht jetzt in die Umsetzungskraft. Du erschaffst hier deine Zukunft, so wie sie dir gefällt. Ja, so ein bisschen Pipi Langstrumpf. Du machst genau das, was du willst. 26.8. bekomme ich gerade rein, könnte ein wichtiges Datum sein. Und 1.10. Der erste jeden Monat. Vielleicht der 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. und so weiter und so fort, 1.12. Der erste könnte hier wichtig sein. Bekomme ich gerade stark rein, aber auch irgendwie der Oktober, der Monat an sich. Und wie gesagt, 26.8. ist jetzt hier sehr präsent. Spannend. Okay, meine lieben Wagen, das war's auch schon. Das war eure Legung für das zweite Halbjahr. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei. Sie ist unter diesem Video verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt, indem ihr ein Abo dalässt, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und ich wünsche euch allen ganz viel Licht und ganz viel Liebe und würde sagen, bis zum nächsten Video.